Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Garry's Mod Sandbox. Mit dabei der Kevin und ein Special Gast, der Mucka, hey! Hallo Mucka, und ich habe gehört, Mucka ist voll der Über-Garry's Modler. Drum haben genau, wir uns auch was. Man hat mich gelockt mit Minecraft-Spiel. Drum habe ich mir was ganz besonders Schweres nicht ausgedacht. Nämlich eine kleine Minecraft-Battle. Wir bauen uns jetzt jeder hier so in der Luft ein Häuschen und dann versuchen wir uns da gegenseitig rauszuschießen, weil die Blöcke gehen ja kaputt irgendwann und so hat man dann nach und nach weniger Deckung. Und ja, das ist das eigentliche Konzept. Und jetzt dürft ihr reden. Genau. Hallo. Wir haben auch festgelegt, dass wir nur zwei Blöcke breite Mauern errichten dürfen. Genau, weil das ist die einzige Regel. Nur zwei Blöcke dicke Mauern. Also sonst können wir einfach hier eine 10-Block-Wand machen. Und das ist ja nicht Sinn der Sache. Wieso habe ich eigentlich nur 20 Frames? Das ist Garry's Mod. Müsst ihr 2 Millionen Frames haben. Ich würde sagen, ich habe auch nur 50. Vielleicht liegt das an der Höhe. Ich habe 130. Ne, das ist seitdem ich aufnehme eigentlich. Irgendwas ist da kacke. Irgendwas frisst da meine Ressourcen. Mucka, ja. Naschst du wieder an meinen Ressourcen rum? Nein! Ich hab mir nur 10 FPS geborgt. Peaks am Ende, nach der Aufnahme. Ja, super. Kriegst 2 Eimer voll Frames von mir. Muss man eben kurz stalken, was ihr so cooles macht. Ja, noch nix. Oh, der Kevin, der macht das ganz schön schlau. Der Kevin, der hat auch so einen alten Professor genommen. Oh, ja, wir spielen mit den Standard-Skins, weil der Kevin hat Probleme mit den Skins irgendwie, dann sieht er nur noch Fragezeichen. Ist gut, da kann ich besser drauf schießen, mach das ruhig. Ja. Nix eine mega große Hitbox. Ist die Hitbox dann auch so groß, ja? Fast. Nicht ganz. Kann man nicht irgendwie so 10 Blöcke auf einmal irgendwie hinsetzen? Nee, leider nur einzeln. Okay. Ich hab ja auch noch 24 FPS, holy shit. Ist hier richtig schlecht. Ah, jetzt geht's wieder. Nee, doch nicht. Nee, bei mir hat sich's bei zwischen 15 und 20 irgendwo eingependelt. Mir ist es knapp unter 60. Aber so flüssig läuft das gar nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich glaube, das liegt an der Höhe, weil wir wirklich so mega, mega hoch sind. Weil unten auf dem Land hatte ich so um die 300. Vielleicht liegt es ja an deinem gigantischen Holzklotz, was du da hinbaust. Ja, mal, das ist das Einzige, was ich in Minecraft machen könnte. Einfach ein viereckiges Haus bauen. Aber du baust schon wieder so riesig. Leck mich am Arsch. Du hast einiges vor heute, oder? Nee, eigentlich bin ich schon fast fertig. Ich hab's nur taktisch ein bisschen in die Breite gezogen, dann wenn ihr einfach eine Wand kaputt macht, gehe ich weiter nach links. Nein. Bam. Wir haben ja gesagt, keine Sniper, damit das ein bisschen einfacher ist, dass ich auch mithalten kann. Als ob wir so gute Scharfschützen sind. Ich glaube, das Einzige, wo wir dich in Garry's Mod verlichten könnten, wäre bauen irgendwie. Irgendwas Kreatives. Nein. Aber was Aim angeht, glaube ich, mache ich dir nichts vor. Das glaube ich auch nicht. Ja doch, Kevin könnte schon durchaus ein Hindernis werden. Ja, aber er spielt ja auch TTT. Und du musst ja auch schießen. Ja, ich muss sagen, mit den TTT-Hitboxen komme ich absolut gar nicht klar. Also allgemein mit Garry's Mod. Ich habe gehört, man kann auch zum Beispiel CSGO die Waffen und die ganzen Models reinladen. Und CSGO hat ja ein richtig geiles Aim-System von der Hitbox her. Ja gut, die Models ja und die Waffen auch, aber die Hitbox bleibt, glaube ich, Half-Life 2 mäßig. Ich denke nicht, dass die mit umgestellt wird. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe die Fenster vergessen. Darf man sein eigenes Haus kaputt machen? Ja. Mit Linksklick machst du die Blöcke wieder weg. Okay. Ja, habe ich meinen gleich so im Kampf. Ja, im Kampf darfst du das auch. Achso, du willst dir heimlich Fensterchen öffnen. Das kannst du natürlich machen, aber nicht dann wieder hinbauen. Nee, das nicht. Das wäre ja okay. Ungefähr.
Der Kevin mit seiner rosanen Homo-Festung wieder. Die ist richtig nice, Mann. Alter, 10 Frames. Das kann doch nicht angehen. Das ist ja schlimmer wie DayZ. Das Standalone. 5. Leute, irgendwas passt hier bei mir extrem nicht. Okay, ich habe auch 14, wenn ich den Flugmodus ausmache. Irgendwas passt hier nicht. Ich glaube, das sind zu viele Blöcke. Moment. Wenn ich mich jetzt so ein stilles Eck schaue, dann geht das. Ich gehe mal wieder runter zum Boden. Ich teste mal eben. Aber nicht an meinem Haus, oder? Nee. Alter! Okay, glaub, das liegt glaube ich, an den Blöcken. Das liegt an den Blöcken. Ne? Wenn ich nach oben schaue, habe ich 9 Frames. Hier am Boden habe ich 30. Sind das nur meine Blöcke oder auch die von euch? Ich denke, das sind alle. Okay, dann habe ich mein Haus gerade super getuned. Ich glaube, das ist eine scheiß Idee, Mann. Ich kann damit nicht mit 9 Frames zocken. Aua! Fallschirm! Das ist echt eine scheiß Idee gewesen. Komm, bring mir unsere Prozessoren zum Schmelzen. Bäm! Kevin gleich mit umgebracht. No. Okay, wir brauchen eine andere Idee. Jetzt muss ich erstmal die ganzen Blöcke da wegkriegen. Komm, dann machen wir doch eine kleine Dingenskirchen Garry's Mod Schule für den Mucker, oder? Jo. Oder so. Ich räume jetzt erstmal auf mit dem offiziellen Aufräumwerkzeug. Wenn ich es finde, da ist es. Nee. What the fuck? So, offizielles Aufräumwerkzeug. So, jetzt aber. So, mit ein bisschen Pech stürzt jetzt der Server ab, weil meine Frames komplett explodieren. Na, Atombombenwerkzeug. Oh mein Gott, wieso sind die Blöcke noch da? Kevin, ja, kannst du noch mal eine da hochjodeln? Ach, der Mucker baut da schon wieder was. Nein, ich bin hier unten. Wo ist denn die Sprungschanze her? Welche? Ja, hier diese. Ah, jetzt habe ich alles weggemacht. Okay, passt. Yay, 120. So, jetzt sind wir sauber. Wo ist denn der Kevin hin? Komm gleich. Oh Gott, ich habe so eine Rakete geholt. Solange du sie nur geholt hast, ist ja alles okay. Vorsicht, da kommt sie. Ja, gut, jetzt ist sauber. Alles klar. Ja, was machen wir? Eine kleine Bauschule für den Mucker, oder? Ja. Mucker, weißt du denn, wie du ein lenkbares Fahrzeug bauen kannst? Wenn man eins bauen kann? Ja, natürlich. Moment. Okay, ich kläre dich auf. Ja, bitte. Halte Q gedrückt, geh wieder auf Spawnlists. Spawnless, ja. Und dann gehst du am besten bei Builder, also dem Schraubenschlüssel. Genau. Und dann dort auf General. General, ja. Da sind eigentlich tolle Plattformen für ein Fahrzeug. Da wählst du dir mal eine Plattform deiner Wahl aus. Okay. Hast du? Genau. Okay, dann hebst du die am besten hier mit der Physics Gun ein bisschen hoch. Ist das die, die Nein, ich jetzt in der Hand habe? Damit schießt du die weg. Ja, aber ich wechselt. Ich hab Nein, die, die blau leuchtet. Ah, okay. Weil so, hebst es hoch und jetzt halt mal rechts gedrückt. Nein, nochmal. Einmal Rechtsklick drücken. Okay. Und jetzt hast du die festgemacht. Mehr oder weniger. Warte, Moment. So, einfach einmal Rechtsklick, genau. Nein, Linksklick. Ah, mit Linksklick okay. Oder mit R und draufschauen kannst du es wieder lösen. Okay. So, jetzt braucht deine Plattform natürlich Räder. Okay, die hatte ich eben. Die hattest du nicht. Du hattest was Falsches. Da musst du jetzt rechts bei Tools schauen. Okay. Und dann gehst du dort bei Construction auf das Wheel. Wheel. Ja, kann ich dann nicht die bei Builder Wheels benutzen? Nee, weil die müsstest du erst mit einer Achse montieren. Und die Reifen hier, die sind schon fertig. Okay. Kevin, Alter, was ist der für ein Scheiß? Das geht nicht, Mann. Da kannst du auch die Tasten auswählen und Torque ist die Geschwindigkeit. 4 Stück müsste ich spawnen, ne? Du kannst auch 1000 spawnen oder einen. Ganz wie du willst, Mucka. Ach so, okay. Kann ich die auch irgendwie drehen oder? Wie drehen? Ah, ach so, okay. Das ist eine Waschmaschine auf deiner Plattform.
Jemand demoliert mein Auto. So, und wenn du jetzt näher gehst und E drückst, kannst du die Richtung drehen. In welche Richtung die sich drehen sollen. Ah, okay. So. Ja, das ist ein bisschen groß. Selber auf der anderen Seite nochmal. Okay. So, und jetzt wirst du feststellen, dass das Ding ja umkippt. Ja, das habe ich mir schon so gedacht, dass es so kommt. Ne? Okay, dann drück doch jetzt mal vor und rückwärts, ob du die Tasten belegt hast. Vor und rückwärts auf der Tastatur. Also Pfeil oben, Pfeil unten. Können wir Pfeil oben machen. Hast du die Tasten überhaupt belegt? Was nee. Was steht denn da, wenn du cool gedrückt hättest bei Forward und Reverse? Numpad 8, Numpad 5, okay. Dann sind das deine Beschleunigungstasten. Da geht der ab. So, jetzt hast du schon mal eine fahrbare irgendwas. Oh mein Gott, was macht das? Ach du Scheiße, ist ja fast das so schlimm ist, wie Grandl. Das ist mein Breakdance-Auto. Kaum baust du was, backt's rum. Moment, aber ich möchte dazu noch ein bisschen feintunen, und zwar mit den Ballons, damit das Gewicht, also damit das, nichts, damit man sich oben hinsetzen kann, sagen wir so. Und dafür brauchst du Ballons? Ja. Weil das sind ja Heißluftballons, die nach oben fliegen. Ja. Das bedeutet, wenn ich jetzt das Seil ein bisschen länger mache, dann ist das da ein Hinsetzen? Ist das Mucker-Physik, von dem du da sprichst? Warte, pass auf. Also mach du vorne hinten eins ran. Dass wenn die ich jetzt Plattform gerade bleibt. Jetzt müsste das so eigentlich funktionieren. Nice. Ja, nein, nicht ganz. Ja, man muss noch. Ich empfehle dir, kleinere Räder zu verwenden und mindestens 4, weil dann ist die Plattform gezwungen, gerade zu sein. Alter, meins hat mich umgefahren. Kann ich das nochmal despawnen? Ja, mit Z machst du den jeweils letzten Schritt rückgängig. Okay. Aber die Idee war schon mal gut, oder? Ja. So, jetzt, wie gesagt, 4 kleinere Reifen empfehle ich. Okay, zumindest, dass du mal das Prinzip verstanden hast. Schub. Hier gibt's ein Wasser-Dingsbums. Ein Wasserantrieb. Ja, da ist man dazu geneigt, dann einfach rumzuspielen. Das stimmt. Das stimmt. Passt. Mit Z war das, ne? Genau. Nee. Mit E kannst du da drehen. Mit E, genau. Ach du Scheiße. Das ist vielleicht ein bisschen heftig, aber egal. Das stimmt. Okay. Okay. Und du hast Holzräder genommen, was sehr intelligent ist, weil nichts passiert. Nein. Passiert eh nichts. Cool. Okay. Wusste ich noch gar nicht. Ja, ich wusste das natürlich. Cool, der Mucker ist der Schlauste. Ich habe mich nämlich vorher vorbereitet. Alles klar. Was dann, noch? Du merkst, du kannst jetzt vor- und zurückfahren, mehr aber nicht. Ja. Du möchtest aber noch lenken können, gehe ich von aus, oder? Das wäre super. Jetzt wird's kompliziert. Kuh gedrückt halten. Constructions. Ja. Thruster. Mhm. Thruster. Da. Jetzt wählst du am besten was Kleines aus, wie die Cola-Dose. Ja. Okay, und jetzt wird's interessant. Du willst jetzt nach links lenken. Mhm. Also musst du bei Forward, Left und Reverse, Right einstellen. Okay, Forward. Kevin, mach mal Auto fest. Nein. Okay, hab ich gemacht. So, und nach links lenken. Jetzt komm mal. Hier bin ich. Komm mal hier hin. Jetzt machst du am besten hier einen Thruster hin. Okay. Oh, ja, sehr unauffällig. Und jetzt wechselst du, hättest du nochmal Q gedrückt. Okay. Und machst bei Forward nach rechts und bei Reverse nach links.
Also genau umgekehrt. Okay. Und platzierst ihn gegenüberliegend. Ja. So, und jetzt teste mal. Ja, zum Draufsetzen empfehle ich noch einen Stuhl. Ah, okay, es funktioniert. Ja gut, ein bisschen heavy, aber es geht, ja. Ah, das sind so... Okay, ich verstehe, wie das funktioniert. Das ist so ein... Das sind so wie so Düsen. Genau. Ja. Habt ihr euch das selber beigebracht, oder? Ja, ich hab das... Also mit Tutorials? Ich hab das quasi selber durch Spielen herausgefunden. Hey, das Auto sah gerade aus wie die Badewanne aus Origins. Stimmt, das Bathmobil. So, und jetzt knall ich dir da noch einen Sitz drauf. Kevin hat dein Fahrzeug festgemacht. Quatsch. Dann kannst du dich da bequem reinhocken und die Welt genießen. So. Gute Fahrt. Wie funktioniert denn das? Ah, mit E. Genau, und wenn du jetzt einmal Steuerung drückst, kannst du sogar in die dritte Personenperspektive. Oh, ah, ich sehe ihn. Ich bin sexy Opa. Oh, jetzt wird dein Sitz wieder weggemacht, ha? Wie mache ich denn so einen Sitz, damit ich Bescheid weiß? Der Sitz ist bei Vehicles. Und Kevin, dann, du Arschloch. Bei Vehicles oder bei Chairs? Okay, bei Vehicles. Wo finde ich die? Ach, da oben. Und dann Chairs. Ach, der ist besser. Also ich finde, ich habe hier schon ein bisschen Luxus verdient, ja. Ich hätte gern so einen, der sich noch zur Seite drehen kann. Bam! What the fuck? Nein! Bleib stehen. Nein! Ich lass dich in Ruhe, Frieden. Wie kann man den auch irgendwie drehen? Wen? Bei den Stuhl? Ja, wenn du E gedrückt hältst und dann an der Maus rumwählst. Kevin, du Penner! Kannst du mich doch nicht an die Leine nehmen. Fahr mich um. Boah, das ist ja mega schwer. Wenn du dabei noch Shift gedrückt hältst, dann tut dein Rastern irgendwie immer bewegen. Bam! Ja, mein Auto ist jetzt unzerstörbar. Oh Mann! Bam! Aber weißt du, was nicht unzerstörbar ist? Kevins Mutter ist nicht unzerstörbar. So geil. Das ist ja mal mega schön. Bau was! Bau was! Jetzt erwische ich den nicht mal. Nein, nicht mein Auto! Mucker, Vorsicht! Na, dass dein Fahrrad jetzt gleich in die Luft fliegt. Nicht. So, jetzt habe ich es aber. Okay, du hast den Stuhl innerhalb von Sekunden hingesetzt. Wie kann ich den Stuhl da jetzt festbinden? Genau, das ist eine gute Frage. Du hältst wieder Q gedrückt. Ja. Scrollst ganz nach oben und suchst Welt. Bei Spawnless, oder? Nee, auf der rechten Seite. Okay, ganz nach oben und dann... Da suchst du Welt.